So, ich möchte mal die Fähigkeiten von DAB Plus, dem digitalen Radio, vorführen. Es gibt von der Firma Noxon einen USB-Stick, der heißt DAB-Stick. Mit dem kann man nicht nur DAB Radio empfangen in Verbindung mit einem Computer. Wir sehen hier auf dem Bildschirm schon das geladene Programm, was zu dem Stick dazugehört, sondern ich möchte auch kurz zeigen, wie die beiden Zusatzfähigkeiten, nämlich die Slideshow und der News Service Journaline, funktioniert. Es ist hier gerade derzeit eingestellt der Deutschlandfunk. Ich lasse mal kurz den Ton dazu, damit man sieht, es ist natürlich auch ein Radio. Das Geld kommt aus dem Rettungsfonds EFSF, also dem vorläufigen Rettungsfonds. Das Geld soll später auf den So, ESF also akustisch übertragen. läuft das normale Programm vom Deutschlandfunk hier gerade. Und ich gehe jetzt mal auf den Anklickpunkt Slideshow. Und man sieht jetzt auf dem Bildschirm einige Grafiken hier in der Mitte, die nacheinander wechseln. Also wie der Name Slideshow schon sagt. Da können Informationen drin sein, aber da können genauso gut also auch kleine, nicht so sehr hochauflösende Fotos zu sehen sein. So, ich gehe mal wieder zurück und wähle nunmehr die doch interessantere, also zumindest für mich interessantere Fähigkeit an, nämlich Journaline. Das dauert immer einen Augenblick, bis die einzelnen Informationen sozusagen zur Verfügung stehen. Das sind recht umfangreiche Textinformationen nach meiner Kenntnis pro Nachrichtensegment ca. 4000 Zeichen. So, ich klicke hier einfach mal auf Nachrichten und habe dann Menü geführt, immer durch weitere Untermenüs, die Möglichkeiten, diese Nachrichten dann auszuwählen. Also, um bei dem Beispiel zu bleiben, gehe ich jetzt mal hier auf diese Meldung und siehe da, ich bekomme eine Textbotschaft, die man, falls ein DAB-Radio über diese Fähigkeit verfügen würde. Mir ist derzeit keins bekannt, was als Standalone-Radio diese Fähigkeiten hat. Nur dieser Noxon-Stick nützt also derzeit diese Möglichkeiten aus. Und man sieht, hier wäre jetzt eben der Nachrichtenblock. Auf die Art und Weise könnte man auch dort, wo man jetzt nicht über ein UMTS-Netz mit seinem Smartphone oder mit seinem Tablet-PC ins Internet kann oder über keine Flatrate im Augenblick verfügt, könnte man immer dort, wo DAB Plus empfangbar ist und man ein geeignetes Gerät hat, könnte man dann eben doch schon recht umfangreiche Textnachrichten sich ansehen, ohne immer die Nachrichten hören zu müssen. So, ich denke, das war für eine kurze Vorstellung schon ausreichend.